Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Meine Lieben, in diesem Lied Camino Verde singe ich von jemandem, der traurig ist, weil seine Liebste ins Kloster gegangen ist. So kann man das Lied definieren oder verstehen. Und er geht immer wieder diesen Weg, diesen Camino Verde, und hofft, sie zu finden. Aber wenn er sie findet, was soll das? Will er ins Kloster gehen, zu den Nonnen und sagen, bitte komm doch zurück zu mir? Da haben wir also zwei Positionen, die eine unterschiedliche Auffassungsgabe haben. Wenn sie im Kloster ist, dann sollte er sie eigentlich in Ruhe lassen. Wenn sie im Kloster ist und sich nach ihm sehnt, dann sollte sie das Kloster verlassen. Also wir haben hier eine etwas problematische Situation. Was meint ihr, was sollte geschehen? Wenn sie im Kloster ist, er liebt sie, er hat das Gefühl, vielleicht sollte sie da gar nicht sein oder vielleicht will sie wieder raus oder vielleicht sollte er nachhelfen. Sollte er ins Kloster gehen und sie überreden, komm doch zurück zu mir? Oder hat sie die richtige Entscheidung getroffen und hat sich viel Leid erspart? Camino Verde. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita, le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar. Por el camino verde que da la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que da la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina, he subido a la colina y ahí he puesto a llorar. Por el camino verde que da la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que da la ermita. Camino verde.